Eine Woche krank. DRW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Die DRW-Versteher sind wieder da und ich freue, ja natürlich hoffentlich, und ich freue mich, dass ich wieder zu Gast sein darf beim, im wahrsten Sinne des Wortes, Mastermind himself. Die goldenen Ohren von Holtwig sind hier an meiner Seite, er hat mich eingeladen und ich bin natürlich gekommen. Vielen Dank für die Einladung, Björn, the Magician Schlüter. Es geht wieder runter wie Öl und von meiner Seite natürlich auch schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier aus meinem Studio, wie immer. Und ich freue mich natürlich, dass du wieder am Start bist. Yes! Endlich wieder nach 2 Wochen. Ich habe dich schon hart vermisst. Abstinenz. Wir haben sogar selten telefoniert in den letzten 2 Wochen. Viel seltener als sonst. Von daher freue ich mich sehr, ihn wieder begrüßen zu können. Ich werde das bewusst weiterhin falsch aussprechen, glaube ich. Die Tonstudio NC. Enzyklopädie. Ich bin ein Zyklop. So. Also ich habe die Kommentare nicht verstanden. Ach so, Jonas Wagner. Natürlich. Ja. Jonas Wagner. Ich drücke jetzt mal den Applausknopf. Genau. Also ich habe letztes Mal erst gedacht, was kommentieren die Leute denn da alle mit so einem Scheiß irgendwie? Bis mir dann aufgefallen ist, erstens mal habe ich selber gesagt, kommentiert doch mal, wie man das schreibt. Ja, genau. Und zweitens mal habe ich mir dann nochmal angehört, wie ich das gesagt habe. Und ich glaube, ich habe Enzyklopädie gesagt oder so. Aber das ist halt einfach die Aufregung. Das müsst ihr verstehen. Das ist die erste Stunde, als ich aufs Gymnasium gekommen bin. Da hat uns der Klassenlehrer erklärt, wie man Gymnasium schreibt. Ja. Also Gymnasion. Klar. Mit wie soll man das denn sonst schreiben? Ne? Nee, tatsächlich. Wir mussten in der ersten Stunde lernen, wie man Gymnasium schreibt, damit wir das schon mal von das von macht ja schon mal Sinn. An aus richtig machen. Enzyklopädie war nicht dabei, aber das machen wir dann. Enzyklopädie. Ja, es ist verrückt. Ich brech das mal griechisch demnächst auf, aber ich freue mich, wir haben tatsächlich weniger telefoniert in den letzten 2 Wochen. Ja, wie kommt das? Beide viel beschäftigt, aber hat natürlich den Vorteil, dass wir jetzt auch mehr zu besprechen haben. Das stimmt allerdings. Ja? Aber in dem Sinne erstmal ein schönes Prösterchen hier, weil der leckere Kaffee muss ja erstmal aus der Tasse in den Mund, und in den Bauch. Prosit auf euch. So ziemlich der letzte von der leckeren, wie hieß er nochmal, der Mixer? Nee. Irgendwas mit Blender. Der Blender. Blender. Stimmt, 50% Arabica, 50% genau. Robusta. Dann haben wir den auch fertig verköstigt, dann gibt es bald den nächsten. Ist mir tatsächlich deswegen eingefallen, weil ich habe letztes Mal schon gesagt, dass ich gerade dabei bin, ein großes Tutorial für den Premium-Bereich zu übersetzen. Ja. Und to blend ist ja ein englisches Wort, also dazu mischen quasi oder einblenden quasi ist im Englischen auch so ein schöner Begriff, den ich sehr praktisch finde, dass man einfach was einblendet oder dazu blendet, also im Fader dazu mischt im Prinzip. Aber ja, genau, da sagen wir dazu mischen. Ne, dazu. Und es ist tatsächlich faszinierend, da immer wieder Begriffe zu finden, für die ich sagen würde, ja, das könnte man im Prinzip auch so benutzen im Deutschen. Das funktioniert blenden, ganz gut. Ja. Einblenden. Genau, das ja. Sehr, bleibt weiterhin spannend mit meinem großen Tutorial, weil ich festgestellt habe, wenn Leute einfach sprechen, wie ihnen der Mund gewachsen ist, dann ist das nicht mal schnell zu übersetzen. Ja. Stell dir mal vor, jemand müsste jetzt unseren Podcast ins Englische übersetzen. Um Gottes Willen! Ich wollte gerade sagen, das ist keine Frage. Deswegen soll ich das mal machen, eine Folge? Oha, hast du Lust? Auf Englisch? Nee, ich habe es tatsächlich neulich mal ausprobiert. Ich habe sogar das Lip-Sync-Ding mal ausprobiert von AI. Ich habe so einen Schnipsel genommen und habe gedacht, okay, probiere ich das mal aus. Also Übersetzung hat einigermaßen funktioniert. Was wenig reinkommt, ein bisschen, aber wenig, ist Emotion. Das können die noch nicht so ganz so gut, dauert noch 5 Jahre. Und habe ich gedacht, komm, probier doch mal aus dieses Lip-Sync-Tool. Die wollen, dass ich das kostenlos ausprobiere. Ist gerade Beta, probiere ich mal aus. Aber es sah so künstlich aus, das war echt nicht zu machen. Okay. Also es gibt bestimmt, und ich aber saß du hast direkt doch jetzt vor schon, der Kamera. Hast du nicht schon so ein Tutorial jetzt veröffentlicht im Premium-Bereich? Ja, ja, klar. Ja, ne? Die laufen jetzt jede Woche laufen die so durch. Ja. Das sind insgesamt 10 Episoden, glaube ich. Jetzt am Freitag sind die Drums rausgekommen. Mhm. Sehr spannend, was da passiert ist, weil der Gute sehr filigran mit Samples arbeitet. Und er macht das nicht, weil es schneller geht, also auch vielleicht, aber er sagte vor allem, mein Job als Mischer ist ja, die Band und den Song bestmöglich dastehen zu lassen. Und natürlich bestmöglich bedeutet auch im Vergleich zu den Hörgewohnheiten, die wir heutzutage haben. Ne? Und wie
kleinteilig dieser Bursche da teilweise vorgeht irgendwie. Also genau wie Vincent Sorg auch alle überflüssigen Flams zwischen Trommeln alle erstmal korrigiert im Editing schon irgendwie. Und dann aber auch mit Samples gearbeitet, weil halt aufgenommene Trommeln natürlich toll klingen irgendwie. Aber ja, so ein Smack, wie der Engländer auch sagt, den kriegst du halt nur mit Samples rein. Ne? Und dann aber auch nochmal durchgehört, nochmal mit frischen Ohren. Oh, warte mal, da sind ja Ghost Notes drin, die haben meine Samples gar nicht so eingefangen. Da muss ich nochmal parallele Spur, nochmal nur für die Ghost Notes. Dann warte mal, da kommt ja mit so einem Roll rein, wrupf, den nochmal nachbearbeitet. Und daraufhin habe ich aber tatsächlich eine von meinen Sample Libraries wiedergefunden, die ich mir mal für Slate Trigger gekauft habe. Nämlich das Blackbird Bundle von Slate. Ja. Und das klingt immens gut. Also ist wirklich immens gut. Ich bin gerade an so einem Punk-Song dran, so, der klingt so Green Day-mäßig. Und der Kollege, der den gemacht hat, der hat den gar nicht selber aufgenommen, sondern hat sich einmal ein Playback gekauft, mir dann die Spuren zugeschickt, da selber Gesang zugemacht, was ziemlich cool ist, weil Text ist cool, Gesang ist auch cool, sehr rough. Aber hier, misch mal, ich will, dass das richtig geil wird. Dann kriegst du das so zugeschickt und kriegst da so ein... Ja, also die Drums waren zwar auf Einzelspuren, das waren alles MIDI-Drums, die klangen wirklich furchterregend, wirklich furchterregend. Die Gitarren waren okay, weil die waren nur eingespielt, aber die Drums, und dann habe ich da gefummelt und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber das Blackbird rausgezogen nach der Inspiration eben von David und habe gedacht, boah, schon geile Trommeln irgendwie. Und dann das Ganze nochmal ein bisschen hingebogen und jetzt knallt das Drumset auch. Aber man glaubt gar nicht, wie viel Zeit man da reinstecken kann. Ja. Auch so ein Drum, selbst wenn es programmiert ist oder auch wenn es aufgenommen ist, wirklich so hinzubiegen, dass es funktioniert. Ja, aber das ist ja letzten Endes, ob du jetzt Midi-Drums hast oder Live-Drums, die Vorstellung, die du ja hast, wenn du jetzt an so einem Schlagzeug sitzt oder auch eins programmierst im Zusammenhang, wird sich ja nachher in einem Mix oder in einem Song dann auch immer wieder verändern und weiterentwickeln müssen. Absolut. Dass man dann irgendwie Sachen nochmal anpasst. Ne? Und wie du schon sagst, oftmals, das, was fehlt, ist so dieses... Es wird besser, glaube ich, so bei vielen Sample Libraries und so, aber halt so dieses Verkleben von allem, dass du halt, ich sage immer, na, da, ich höre eine Bassdrum, ich höre eine Snare, ich höre einen Tom-Tom oder zwei oder was auch immer, aber ich höre kein Schlagzeug. Ja, genau. Weil wenn ich irgendwo stehe, ob jetzt in einer riesen Arena oder in einem Proberaum oder hier im Studio, ich stehe ja, wenn ich vorm Schlagzeug stehe, höre ich ein Schlagzeug. Das ist das ganze Instrument, ne? Genau. Und was wir immer nicht wollen, oh, da schwingt aber irgendwo eine Tom mit oder da ja, ist, ja, ja, aber das ist halt doch, so. Das ist doch das meistens ist, so, ja. Genau, also so kann das, man natürlich ein bisschen rausnehmen, wenn man das will. Irgendwie. Ja, wenn das jetzt hoink hoink macht, ist auch falsch, ja. aber genauso dieses Gefühl davor zu stehen, ne? Und dann einfach mal sich zu trauen, so ein Fake-Room da mal irgendwie auch rein zu basteln und den mal irgendwie richtig hart durch den Schlamm zu schieben oder sowas. Ne? Ja, oder kommen wir gleich beim Plug-Influencer noch dazu, ja. eben parallel zu bearbeiten. Da habe ich nämlich oder großen hier, Spaß gehabt. Moses, was ja mit dem Droom und so, ne? Ja, das haben genau. wir hier aufgenommen. Ne? Das ist ja auch so mega cool. Das sind Spielereien. Genau. Ja. Und das, aber wie er ja auch sagt, das ist ja, wenn ich das so richtig im Kopf habe, letzten Endes klar, hat er auch ein Mikro an der Bassdrum, dann das Snare und so, aber der Schlagzeug-Sound, so wie das Schlagzeug klingt, das kommt durch diese Charaktermikrofone, Raummikrofone. Durch die Melange quasi, die das ganze genau. Instrument einfängt. Ja, und das ist ja auch das Geile, ne? Das ist so wie immer, wenn du mehrere Elemente hast. Ich habe das früher auch so gelernt, auch so bei so Orchester- oder Ensemble-Geschichten, ne? Dass du immer natürlich mit dem großen Ganzen anfängst. Du fängst immer an, dir irgendwie möglichst einheitliches Klangbild über eine Stereomikrofonierung zu holen oder so wie beim Chor. Ne? Und wenn du dann merkst, ah, okay, im Orchester jetzt, weiß ich nicht, der Kontrabass oder die Posaune oder was auch immer, ist jetzt zu leise oder so, ja. dann stützt man da nochmal oder fährt noch was dazu oder du nimmst noch Kugeln dazu für den Raum oder was weiß ich. Aber erstmal holst du dir ein Klangbild. Und das ist beim Schlagzeug total unterschätzt. Ich sehe das ganz oft auch, weiß nicht, so Social Media mäßig, ne? Ja. Da so, ja, Bassdrum, Snare und so, ne? Und dann, ja, dann stellt man irgendwie noch so ein Overhead dahin, ne? Ist eh nicht so wichtig. Und dann reicht das, ne? Wo ich so denke, ja, Bassdrum, Snare macht schon Sinn, aber sieh halt zu, dass du das Ding erstmal als Ganzes dann auch drauf kriegst, ne? Das ist viel wichtiger, selbst wenn du einen scheiß Raum hast. Ja, aber es ist tatsächlich, also wenn ich heutzutage überlege, also das Overhead fängt natürlich das Schlagzeug als Ganzes ein. Ne? Genau. Da kommt es ja drauf an, wie weit das entfernt steht. Ja, aber es gibt halt heutzutage auch Musik, die nahezu ohne Becken stattfindet.
Also es gibt nahezu eigentlich keinen vernünftigen Grund, noch ein Overhead aufzustellen, also bei programmierten Drums. Ich wollte gerade sagen, aber das sind dann wahrscheinlich sowieso zu 99%. Ja, aber auch bei harter Rockmusik ist es durchaus so, dass das Blech, wie Moses es immer so schön genannt hat, dass das Blech echt heutzutage so weit nach hinten gefahren wird. Ach so, vom Mix her. Ne? Ja. Vom Mix her. Achso, ich dachte, du meinst jetzt, das spielt gar nicht. Nee, dass es eigentlich fast egal ist, ob du jetzt diesen Schlagzeugglue hinkriegst oder so, weil du eigentlich im Prinzip über das Blech nur so ein Rauschen hinten so reinschiebst, das noch so simuliert, dass es ein Schlagzeug ist, aber der Rest ist eigentlich nur Tick-Tick und Tung-Tung, aber beides mit T, weil die Bassdrum und die Snare kannst du ja nahezu heutzutage gar nicht mehr unterscheiden. Wenn du es über eine kleine Abhöre hörst, ich höre es ja bei Radio Bob, ich bin ja Radio Bob-Hörer, ne? Wenn du da wirklich mal einige Songs wirklich leise drehst, da habe ich mir demnächst auch was vorgenommen. Wir haben im Premium-Bereich jetzt eine neue Rubrik, die heißt Wir hören Musik. Also ich setze mich hin, höre Musik und erkläre, was ich höre. Ganz brandneu jetzt gerade reingekommen. Und ich mache bei Radio Bob dann immer Notizen, welchen Song ich noch nehmen muss. Und dann mache ich leise, meine Tochter sitzt dann neben mir. Na, hörst du mal wieder, check? Ja. Ne? Und dann hörst du wirklich, wenn du es ganz leise machst, dann hörst du immer nur... Aber es ist Bassdrum und Snare, weil die beide den gleichen Attack haben, auch im selben Frequenzbereich schon fast. Und erst wenn du es laut machst, hörst du den Unterschied zwischen den beiden Trommeln. Jetzt im Studio oder hörst du jetzt auf der Bluetooth-Box? Achso, im Auto. Im Auto, ja, ne? Okay. Also unter Realbedingungen, sagen wir mal so. Nicht optimal, weil mein Auto ist nicht optimal, aber Realbedingungen. Ne? Aber einfach mal, um zu überprüfen, okay, wie viel bleibt denn eigentlich übrig vom Song? Was ist eigentlich jetzt gerade wichtig? Bei diesem modernen Rocksong vor allem, also alte Rocksongs nicht, sondern moderne. Und da ist wirklich teilweise, Bassdrum und Snare sind nicht voneinander zu unterscheiden. Erst wenn du es lauter machst und du die tiefen Frequenzen auch hören kannst, dann ist es wirklich so. Und das, ich finde das faszinierend, Emi. Hast du da einen Song gerade so parat? Nee, ich mache mir immer Fotos dann illegalerweise vom Display eben, damit ich nicht vergesse, welcher das ist. Müsste ich jetzt mal nachgucken? Soll ich mal nachgucken? Nee, wir können ja mal, mich würde es mal interessieren, weil dieses Phänomen ist mir jetzt noch so gar nicht geläufig, sage ich jetzt mal. Also klar, das ist natürlich eine, wobei ich das auch weniger in Rockmusik verorte, als jetzt gerade in Metal, sage ich jetzt mal, wo natürlich oftmals eine sehr klickige, sagen wir mal, harte Rockmusik. Genau. Auch bei harter Rockmusik, genau, ist ja ein sehr großer Unterschied. Ne? So Hardcore war ja, alles was so in diese Punk-Hardcore-Richtung geht, hatte ja auch schon immer sehr charakteristisch diese sehr klickige Kick. Ich gucke mal jetzt parallel, während du redest. Also so ein klassischer Hardrock. Ist natürlich immer die Frage, was man darunter jetzt so, also ich will jetzt hier kein Erbsenzähler sein, sondern mir geht es wirklich nur darum, zum Beispiel so ein um da mal so ein Beispiel zu kriegen. Ja, ich guck mal, ob ich ein passendes. Also den letzten, den ich hier fotografiert habe, war Goodbye June mit Anywhere the Wind Blows. Ich glaube, da war das aber nicht mit der Bassdrum und der Snare. Ich guck mal kurz weiter. Ich suche, aber du redest einfach mal weiter. Wirklich, mir ist also oft aufgefallen, dass heutzutage die Drums wirklich so gemischt werden, dass es wirklich faszinierend ist, wie wenig sich tatsächlich Bassdrum und Snare noch voneinander unterscheiden. Und das ist wirklich. Also mich hat das teilweise wirklich irritiert, dass ich gedacht habe, okay, also was haben wir hier? Ugly Kid Joe, Everything About You. Nee, das ist es auch nicht. Den habe ich nämlich, das ist so ein Song, den finde ich so geil. Den muss ich unbedingt in dieses Wir hören Musik rein, weil diese Produktion und diese Struktur und so weiter ist mega. Dann haben wir Jelly Roll, Jelly Roll, The Lost. Also du siehst, ich fotografiere jede Menge dann vom Display ab. Ja, und dann guckst du das irgendwann mal gezielt an. Und guck das dann später nochmal gezielt an. Und aber du kannst einfach, ja mal, wenn du mal so einen Song wieder quasi entdeckt hast, WhatsApp dann schick, genau, dann sagst du mir einfach mal Bescheid. Ja. Also ich weiß schon, was du meinst, glaube ich. Ich glaube, das liegt halt auch oft daran, dass es vom Mix her so in Richtung von auch gewissen Mischern geht, die wir auch kennen, die halt unheimlich laut mischen. Ja. Und halt, was natürlich dann passiert ist, dass der Unterschied zwischen einem Transienten oder einem Impuls und einer durchgängigen, ich nenne es jetzt mal einer durchgängigen Energie, ist natürlich nicht mehr so groß. Wo soll das herkommen? Ne? Ja, du hast eigentlich keinen Platz mehr für den Transienten, ne? Ja, also für den Transienten hast du schon noch Platz, nur der Unterschied ja dann zu dem, was nach dem Transienten kommt. Ne? Stimmt, also jetzt mal ganz klassisch, du haust auf eine Snare, der Transient macht ja nicht hum. Das ist ja nicht der Transient, der Transient macht ja nur Klack. Ja. So, ne? Und das, was danach kommt, ist ja fast schon genauso laut wie der Transient selber. Ja. Das heißt, du hast ja eigentlich bei super, super lauter Musik gar keinen Platz,
dass deine Snare jetzt 200 Hertz Grundton bis zum Verrecken hat, sondern das geht, also wo soll's hin, ne? Ja. Allein schon rein physikalisch, wo soll's hin, ne? Außer du hast wieder Saturation oder so, hast wieder harmonische irgendwie drin, ne? Und deswegen sind natürlich Sachen, Impulse, die dann irgendwie höher stattfinden, sind immer einfacher wahrzunehmen als die Energie, die danach kommt. Weil ja, die Energie, ne? Ganz gezielt dann auch wirklich Klick-Samples nochmal draufgelegt. Ja, klar. Und das wirklich, also das gar nicht mit Equalizer, sondern wirklich mit Klick-Samples, die einfach Rauschen. Nur das Klicken oder ein kurzes Rauschen oder wie auch immer. Einfach ein weißes Rauschen wird quasi über ein Gate oder über einen Trigger oder wie auch immer. Ne? Habe ich schon mal ein Video zu gemacht. Kann ich mir denken, dass du das schon gemacht hast. Aber das hab ich früher auch, das kenne ich früher auch aus der Video, aus meiner Metal- und Punk-Vergangenheit. Das Video heißt Fette Snare ohne Samples. Mhm. Und da habe ich tatsächlich über ein Gate dann ein rosa Rauschen runtergeschoben und dann passend equalized und dann macht es einfach mal wupp, geht das immer mit dazu. Kann man mit der Bassdrum mit einem Sinuston auch machen, kann man schön durchstimmen, wenn man möchte. Mega. Ja, auf jeden Fall. Ja. Apropos Mischa, die wir kennen. Ich bin tatsächlich diese Woche im Prinzipalstudio gewesen. Oh. Und es wird diesen Sommer wieder Mixwochenenden geben. Sehr schön. Tatsächlich. Wir werden das letzte Wochenende im August und das erste Wochenende im September werden wir uns wieder im Prinzipalstudio treffen. Und alle, die das jetzt hier hören oder auch sehen, können sich das schon mal vermerken. Letztes Wochenende im August, das geht sogar über den September dann hinaus. Und dann das erste Wochenende im September, da wird dann jeweils ein langes Mixwochenende im Prinzipalstudio stattfinden. Ich werde noch Informationen rausschicken. Wer das nicht verpassen möchte, sollte sich in meinem Newsletter anmelden. Auf jeden Fall. Sowieso immer eine gute Idee. Ja, Newsletter im Recording-Blog ist auch gar nicht so viel. Gibt 1, 2, 3 Mails irgendwie pro Monat. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht. Also wirklich, wenn es relevant ist, kein Werbespam, kein gar nichts irgendwie. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall. Aber wenn ihr es nicht verpassen wollt, auf jeden Fall im Newsletter von Recording Blog anmelden oder mir schon mal eine Mail schreiben. Hier entweder über info@dawversteher.de oder an jonas@recording-blog.com. Letztes Jahr war das sehr schnell ausverkauft. Das war rucki-zucki voll. Oder was ausverkauft? Es gab also tatsächlich Leute, die gesagt haben, so viel Geld, irgendwie, da kaufe ich mir lieber ein Instrument für. Und hinterher haben sie sich dann geärgert, weil sie gesagt haben, ja, das Instrument ist echt cool. Aber das, was ihr da erzählt, was ihr da erlebt habt, das war das, also man kann sich ja viele Dinge kaufen, aber geile Erlebnisse kann man sich einfach nicht kaufen. Hey, ich glaube auch so, das ist so ein bisschen, das ist ja so der, wie sagt man das, nicht nur hören und sehen, sondern auch schmecken und fühlen. Das ist natürlich auch so ein bisschen ehrwürdiger Halt. Mit allen Sinnen quasi. Ich meine, ich war ja nur über den Tag da mal da, aber ich glaube, ihr habt ja abends auch noch ganz gut immer zusammen gehockt und ein bisschen getrunken und gequatscht. Absolut. Das sind natürlich auch einfach coole Momente, die man dann da so erlebt. Und ist ja auch spannend. So, mega. Ne? Und ich werde das dieses Jahr sogar noch erweitern. Wir werden also nicht nur diese beiden Wochenenden im Prinzipalstudio machen, sondern wir werden ein weiteres Wochenende machen zum Thema Singer-Songwriter mit unserem Freund Jan Löchel zusammen, der nämlich ein Studio im Herzen von Münster hat, die Backstube. Und da werden wir dann in kleiner Runde allerdings, ich weiß noch nicht genau, mit wie vielen Leuten wir da arbeiten, 4, maximal 6 werden es werden, eher bei Songwriting so in dem Bereich. Ne? Besser, ne? Und werden uns dann da auch nochmal, Termine gibt es dann demnächst auch nochmal über den Newsletter, natürlich schicke ich alles raus. Aber das wird wirklich, ich freue mich schon richtig drauf, wieder 2 geile Wochenende im Prinzipal zu haben, den großen Grill anzuschmeißen, draußen sitzen, irgendwie Bierchen trinken, quasseln, fachsimpeln oder einfach nur die Umgebung genießen, Mucke zu machen, weil es tatsächlich aus dem letzten Jahr übrig geblieben. Ich habe im letzten Jahr so viel Mucke gemacht wie seit langem nicht mehr. Also eigene Musik, ne? Mit Aufnehmen und allem Zwicky, weil ich eigentlich im Prozess sonst nie dazu komme und mir die Zeit nicht nehme. Und das fand ich so geil, nochmal in der Rückschau zu sagen, sind letztes Jahr wirklich 4 oder 5 Titel bei rumgekommen, wo ich wirklich sage, habe ich schon lange nicht mehr. Finde ich ziemlich gut. Ja. Und hat mir dann auch Spaß gemacht, endlich mal wieder Musik zu machen. Natürlich mit dir auch, an den Drums. Yes. Unsere Drums quasi. Ja, ich weiß nicht, ich komme nicht mehr, fahre nicht mehr zu Vincent, das ist mir zu stressig. Sonnabend vom Achtelspiel. Ja. Ah, 16. Ne, Achtel waren das. Achtel. Ne? Wir brauchen mehr Achtel. Ja, wir machen, wenn dann müssen wir eine langsame Nummer, eine Ballade oder so machen. Habe ich dir verraten, dass wir an der einen Stelle tatsächlich dann nochmal mit einem Delay weitere 16. reingezimmelt haben? Ja. Du hast eben so schön gesagt, dass der Mischa sich so viel Mühe gemacht hat, die ganzen Ghost Notes und Rolls reinzumachen. Ja. Die hat Vincent ja bei mir bei dem einen Song komplett einfach weggebügelt. Einfach weggemacht. Ja, aber aus Zeitgründen natürlich. Also natürlich. Muss ja, ne? Aber ich habe ja die Session da. Deswegen so viel Mühe habe ich mir. Wo ich ja jetzt Cubase-Sessions öffnen kann. Ich habe die Session jetzt bekommen. Ich kann die jetzt öffnen. Und das können wir vielleicht auch noch verraten, dass wir ja planen, einen Mastering-Workshop zu machen. Ja. Genau. Ne? Wo unser Freund die Golden Ohren von Holtwig einfach mal ein bisschen Magie ausrollt vor der Kamera. Auch dazu gibt es demnächst dann Informationen. Erst aber mal muss ich ja nach Südafrika fliegen.
Du armer. Ja, ich armer Kerl. Ich weiß nicht, ob ich schon verraten habe hier, aber ich fliege mit meiner Mutter nach Südafrika. Ja, doch, hast du schon. Genau, weil wir da Verwandtschaft haben, für alle, die es zum ersten Mal hören. Deswegen wird die nächste Folge noch ganz normal laufen und danach werden wir höchstwahrscheinlich eine Woche mehr Pause machen, weil ich nicht ganz sicher bin, wie ich mit der Arbeit und dem Internet und so weiter und dem Aufnehmen da in Südafrika klarkomme. Deswegen werden wir dann eine kürzere, längere Pause machen. Aber weil ich wegen Südafrika ja im Sommer nicht wegfahre, gibt es da keine Sommerpause? Ist auch gut, einmal im Jahr reicht doch Urlaub. Ne? Also einmal? Nö, im September möchte ich schon nach Griechenland. Aber die Folge musst du wieder 4 Wochen nach Griechenland? Nee, zwei. Aber okay. Das ist für mich auch immer Arbeitswochenende. Habe ich ja letztes Mal schon erzählt, irgendwie, dass ich da auch immer... Tatsächlich habe ich da endlich mal den Kopf so frei, dass ich mir neue Dinge ausdenken kann. Nicht an der Karaffe Uso, die du dir dann da jeden Tag reinschraubst. Ja, zum Frühstück schon. Gibt es auch Frühstücks-Uso? Nee, da gibt es morgens Frühstück. Achso, genau. Eine Freundin von mir, die hat da die Tauchbasis und die... Was frühstückt man denn in Griechenland eigentlich? Was frühstückt ein Grieche? Gar nicht. Frühstück eigentlich nicht. Also zumindest die Griechen, die ich kenne, frühstücken nicht, sondern aber die, wie gesagt, die Freundin, die backt deutsches Brot da und dann hole ich mir immer ein Brot und das kann ich dann so über die Tage verteilt immer essen, schön mit Käse morgens und dann immer lecker Käffchen dabei und dann kann ich mir schöne Dinge ausdenken oder Sachen machen, zu denen ich sonst nicht komme. Ach, da freue ich mich schon. Also im September dann, aber erst nach den Mixwochen. Kannst du mal Urlaub bei mir auf dem Balkon machen? Würde ich dir auch jeden Morgen Käsestunde wünschen. Ja, wie ich es neulich in so einem mittelguten Werbespot gehört habe, ich mache Urlaub an der Costa fast gar nichts. War das nicht, hattest du da nicht eine Verbindung zu dem Künstler? Ja, zu dem Künstler habe ich sogar eine Verbindung. Ich hab neulich noch zu meiner Frau gesagt, guck mal, von dem David, da habe ich das erste Intro gemacht. Das liegt auf meiner Festplatte. David Berker, der für Check24 war. Ich habe tatsächlich zum ersten Mal über Check24 gebucht. Costa fast gar nichts. Ja, genau. Aber da gibt es ja noch einen zweiten Spruch in der Werbung. Also einmal Costa fast gar nichts. Ja. Achso, Sparrenieren. Ach ja, genau. Spanien, den fand ich jetzt aber nicht. Costa fast gar nichts. Fand ich jetzt nicht so stark. Costa fast gar nichts fand ich ganz gut. Aber ist ich habe tatsächlich jetzt, ich neige normalerweise dazu, über diese Vergleichsportale zu gehen, also flug.de, Check24, sonst was, irgendwie Booking, und dann aber mir die Preise da abzugleichen und dann bei der Fluggesellschaft zum Beispiel nochmal zu gucken, um zu gucken, okay, alles klar, wo ist denn günstiger und so weiter. Und hatte jetzt, was hatte ich denn rausgesucht? Was, ein Flug oder ein Hotel? Eins von beiden auf jeden Fall bei Check24 geguckt, dann beim Originalanbieter geguckt. Mhm. Genau, Flug. Und da war tatsächlich der Flug beim Originalanbieter teurer, als wenn ich den über Check24 gebucht hätte. Und was ich faszinierend finde, dass beim Erzeuger quasi der Preis vom Mitbewerber, muss man ja fast sagen, nicht gehalten werden konnte, sondern deutlich teurer war, als wenn ich... Hatten wir aber auch letztes Jahr in Prag, haben wir auch über Booking.com, ja, haben wir das Hotel, glaube ich, 12% günstiger gehabt, als wenn wir es direkt auf der Hotel-Website gebucht. Und kannst du noch einen Tag vorher stornieren, wenn du das willst, also willst du ja nicht, aber könntest du theoretisch, ne? Also finde ich schon... Das ist schon verrückt. Fühle ich mich vereimert so ein bisschen. Ja, aber das hängt ja dann wieder mit irgendwelchen Sachen da zusammen, die kriegen das dann wieder günstiger wahrscheinlich, wenn die das so und so oft verkaufen, ja, oder weiß ich nicht, wie das da alles läuft, ne? Das ist schon, teilweise ist das auch genauso mit Strom und Gas und so ja auch, ne? Ich meine, das ist sowieso, das nervt mich ja einfach tierisch in Deutschland. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mich eine Sache nervt, dann ist das Strom und Gas oder generell Energie. Du hast ja auch eine Geschichte dazu. Ich habe ja auch eine Geschichte. Ein paar Podcasts zurück, da saßen wir ja fast im Kalten. Die erste Folge war das, glaube ich, oder da zweite. Da hast du dein Gasanbieter gewechselt eine Woche vor dem Kriegsbeginn oder so. Ja, genau, irgendwie. Vor dem Ukraine-Krieg. Das ist kein Ukraine-Krieg, sondern der Einmarsch der Russen in der Ukraine. So, das müssen wir klarstellen. Ja. Da musste ja mit Verbraucherschutz mir das da den Preis einklagen und sowas. Ne? Aber mich nervt das. Das ist ja genauso wie mit dem Handyvertrag auch oder so. Du bist ja eigentlich, schließt in Deutschland einen Vertrag ab über Gas oder Strom und du bist eigentlich der Arsch am Ende, wenn du nicht direkt wieder kündigst sozusagen und sagst, ich möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt wieder kündigen und suchst dir einen neuen Anbieter, weil du ja dann zu 99%, wenn jetzt nicht gerade eine Energiekrise kommt, aber zu 99% zahlst du ja nach dieser Vertragslaufzeit dann mehr als bei einem anderen Anbieter. Das heißt, du bist ja eigentlich fast schon dazu gezwungen, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt keinen Vertrag, also keinen emotionalen Vertrag mit den Stadtwerken Wuppertal oder was auch immer, sondern ich kann auch den Strom vom Bayerischen Energieverband nehmen oder was auch immer. Aus Hamburg. Ja, was habe ich denn? Ich habe irgendwie so was Stadtwerke Krefeld oder so. Mein Tarif heißt, glaube ich, Elbestrand. Ja, aber das ist doch Quatsch.
Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch Quatsch, dass man immer, ja, ich kündige dann und dann suche ich mir einen neuen Anbieter, der dann eben wieder günstiger ist und dann kündige ich den wieder und in dem Jahr hole ich mir wieder einen anderen Anbieter. Weißt du, was ich viel bescheidener finde an der Stelle? Wenn ich dann kündige, also nehmen wir mal Internetanbieter, ne, dann kriege ich mit Garantie keine Stunde später eine Mail, sind Sie A, sicher und B, wir können Ihnen ja diesen Discount anbieten, wo ich dann denke, hör mal, ich bin ein langjähriger Kunde bei euch und jetzt nur, weil ich gekündigt habe, kriege ich einen Discount. Wenn ich nicht gefragt hätte, würde ich ihn nicht kriegen. Biet mir den doch so an und halt mich so als Kunde doch einfach dabei. Wobei, da bin ich sogar noch eine Stufe weiter. Ja? Ich habe da mittlerweile raus bei der Telekom. Ich bin seit Telekom ist mal weggehören. Ich bin seit, warte mal, wir haben jetzt 24, dann müsste ich jetzt seit 16 Jahren, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, nee, schon länger, 18 Jahre, 19 Jahre, habe ich die gleiche Handynummer bei der Telekom. Ja. So. Und tatsächlich weiß ich, ich kündige jetzt meinen Vertrag. Ja. Dann bekomme ich, sagen wir mal, ein paar Wochen später oder so, bekomme ich den ersten Anruf. Ja. Das ist dann so die, weiß ich nicht. Die erste Warnstufe. Die mittlere Ebene, weiß ich nicht. Die sagen dann, ja, hier und wir haben ja doch, ne, warum kündigen sie denn? Ja, Preis, ja, vielleicht können wir ja was machen und hier und da, so, dann sage ich mal, weiß ich nicht, 5 Euro und ein Gigabyte mehr, da, ja. Weiß ich nicht. Vor allem einfach vielleicht mal, können wir was machen, natürlich könnt ihr was machen. Ja, laber nicht, du hast doch angerufen, genau. Ne? So, das ist so die erste Stufe. Wenn du dann aber nochmal wartest und ich sag mal dann so, in meinem Fall ist es meistens so 3 bis 6 Monate vor Vertragsende. Dann ruft jemand an, komischerweise, wirklich jetzt, das ist kein Scheiß, die letzten 2 Male jeweils mit einem ostdeutschen Akzent. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht sitzen die irgendwo da, diese Kundenrückgewinnung. Die Callcenter da, ne? Kundenrückgewinnungszentrale oder so, keine Ahnung. Wenn es jemand weiß, schreibt uns das gerne mal. Oder wenn jemand bei sowas arbeitet, ne? Ja, auch gerne. So, und dann, wenn der anruft, dann weißt du genau, jetzt wird's ernst. Das wird der. Das ist jetzt das beste Angebot, was du kriegen kannst. Ja. Und wenn dir das immer noch nicht passt, dann geh halt woanders hin. Ne? Ja. Aber da, ich sag mal, ich habe es immer mindestens geschafft, die Leistung gleich oder besser zu halten und mindestens 10 Euro weniger im Monat zu zahlen. Ja. Wo ich mich auch immer frage, ich habe das auch letztes Mal du zu dem gesagt. Du nimmst aber immer ein neues Handy dazu, ne? Nee. Ach so, auch nicht. Nee. Okay, du hast also ein festes Handy und dann geht's. Aber ich habe letztes Mal auch zu ihm dann gesagt, ja, kann ich noch irgendwas für sie tun? Ich habe gesagt, ja, überlegt euch doch einfach mal das mal anders zugestellt. Ja. Ich weiß, du kannst, spart euch doch die 3 Anrufe. Ich weiß, du kannst doch überhaupt nichts dafür und so. Der war super, super nett, der Chef am Telefon. Ich habe gesagt, was ist das denn für ein Quatsch? Ne? Sagt er, ja, ganz ehrlich, ich sehe es genauso. Ne? Ich mache es ja nicht anders bei meinem Vertrag oder bei meinem Gasanbieter oder bei irgendwas. Ja. Ne? Das ist einfach so, wie es läuft. Und das finde ich einfach. Weiß ich nicht. Ja, aber verbraucherschutztechnisch ist ja wenigstens dahingehend jetzt besser geworden, dass du eben nicht, wenn du dann verpennst, irgendwie 3 Wochen vorher zu kündigen, dass du dann nicht ein weiteres Jahr am Fliegenfänger hängst. Ja, ne? Dieses quasi, so, dass du jetzt mittlerweile kürzer kündigen die automatische kannst. Vertragsverlängerung, bla bla. Ja, nach einer gewissen Laufzeit. Also eine Grundvertragslaufzeit ist ja, glaube ich, da und danach kannst du dann kurzfristiger kündigen. Ist mir tatsächlich, als ich meinen auch langjährigen Telekom-Vertrag, der war fast 20 Jahre oder noch länger, dann tatsächlich gekündigt habe, weil ich mit meiner anderen Karte schon bei Kongstar war und das ist um Längen flexibler, günstiger und alles irgendwie. Und ich auch diesen Business-Tarif nicht mehr brauchte, den ich damals hatte, den haben 100 Euro im Monat bezahlt irgendwie. Ja, ja, oh, richtig viel Geld. Ne? Also auch für 2020 war das schon richtig viel Geld. Und dann wurde mir freundlicherweise mitgeteilt, ja, Kündigung entgegengenommen ist dann zum, und das waren dann 15 Monate oder sonst was, irgendwie sollten das sein. Und ich so, oh, war schon am Kochen. Erinnerte mich aber, dass ich da gelesen habe, warte mal, da gibt es doch diese Gesetzesding, die kommt Anfang des Jahres. Ich muss also jetzt nur den Jahreswechsel abwarten, dann gilt das neue Gesetz und dann rufe ich die nochmal an. Mhm. Habe ich dann gemacht, dann wurde ich wieder auf diese längere Frist hingewiesen, habe ich zurück hingewiesen auf diese neue Gesetzeslage und dann konnte ich innerhalb von kürzester Zeit raus. Aber dass man dann immer so ein Hickhack fahren muss. Ja, ich, ne? Mich nervt also, das auch tierisch, wirklich. Also ich meine, ist vielleicht ein Spiel oder ist Geschäftsgebaren oder so, aber seriös geht anders tatsächlich. Aber ne? Es ist ja, wie gesagt, jetzt haben wir viel auf der Telekom rumgehackt, das ist ja bei Vodafone und Co. nicht besser und das ist bei Energieanbietern nicht besser und das ist auch bei anderen Anbietern in dem Bereich nicht besser. Ne? Du beziehst es aufs Audio, hast deine Slate, Plugin Alliance, irgendwas, Subscription, ne, Abo-Modell.
es ist ja auch so, dass du ja auch deine Vertragslaufzeit oder du zahlst, das kannst du, glaube ich, auf einmal zahlen, dann für ein Jahr, dann ist es irgendwie günstiger. Verlängert sich dann aber auch um ein Jahr. Ist beim Premium-Bereich zum Beispiel auch. Der Premium-Bereich kostet runtergebrochen 14,90 Euro im Monat, wenn du Jahresvorauszahler bist. Du zahlst einmal am Stück 178,80 Euro und dann verlängert sich das halt jeweils um ein Jahr. Kriegst aber vorher natürlich Mails irgendwie, Achtung, verlängert sich jetzt irgendwie, hier kannst du widersprechen und so weiter, damit du auf jeden Fall nicht im Dunkeln gelassen wirst. Wann läuft denn immer mein Vertrag? Also E-Mails lesen sollte man heutzutage schon. Ne? Oder aber du zahlst halt 17,90 Euro im Monat, also nicht vorausgezahlt, sondern 3 Euro pro Monat mehr. Hast dann aber nach einem Jahr hast du dann quasi, kannst du dann monatlich kündigen, wenn du das möchtest. So, ne? Also kannst entweder den günstigeren Preis vorab nehmen oder du zahlst halt, sagst halt, ich zahle halt monatlich, weil ich aber ein Schussel bin und das im Zweifel vergesse oder so, kann ich danach halt nach Ablauf dieses Jahres dann monatlich kündigen, was ich auch fair finde. Meine Frau hat zum Beispiel für ihren Premium-Bereich umgestellt, die hat ja im Nähbereich, hat die auch so einen Premium-Bereich, da verlängert sich das nicht. Und da kommt jetzt die andere Seite ins Spiel, wo man ja sagt, okay, ist doch fair, da läuft dann nur ein Jahr und dann ist es vorbei. Und dann wundern sich die Leute, dass sie nicht mehr reinkommen. Hör, ich dachte, das verlängert sich automatisch irgendwie. Nee, das musst du neu buchen. Ach, das ist ja doof. Ich hätte gedacht, dass sich das automatisch... Und dann, wie du es machst, machst du es quasi verkehrt. Ja, aber das ist ja einfach, weil viele das einfach so gewohnt sind, da nicht drüber nachzudenken über ihre... Verträge über, ich kenne ja, auch... Entschuldigung, ganz kurz abbrechen an der Stelle. Es gibt ganz viele Leute, die nicht in meinen Premium-Bereich reinkommen, weil sie, nicht weil sie das Angebot scheiße finden, sondern weil sie Angst vor einer Abo-Falle haben, in Anführungszeichen jetzt für alle, die es gehört haben, Angst vor einer Abo-Falle haben, wo ich dann immer denke, ja, aber die Abo-Falle, ich bin ja nicht schuld an der Abo-Falle, sondern... Die Abo-Falle sitzt vorm Bildschirm. Die sitzt vorm Bildschirm, ganz genau. Also ich bin ja selbst genauso schusselig, was das angeht. Deswegen habe ich auch, der Deutsche ist erstmal, die wollen mich alle bescheißen und da ist eine Falle auf jeden Fall. Die wollen mir was andrehen. Genau, so. Aber ich bin ja nicht das Fitnessstudio, dass du dir erstmal ein Jahr abnimmt und dann gehst du hin oder du gehst nicht hin. Also kannst du bei mir auch machen, kannst auch zu mir hinkommen oder nicht oder sonst was irgendwie. Und abnehmen im Fitnessstudio ist auch nicht immer klar. Zumindest nicht garantiert, aber es ist keine Abo-Falle. Ne? Und wenn wirklich das verpennt hat oder so, dann schreibt er mich an und dann bin ich auch kulant genug und sage, weißt du was, ich bin ja selber schon oft genug an deiner Position gewesen, dann machen wir halt einen Schlussstrich hier. Ne? Also von daher, ich wollte es nur mal sagen, es ist keine Abo-Falle und die Abo-Falle sitzt, wie du sagst, vorm Rechner. Ja, aber weiß ich nicht, wenn ich überlege, was man mittlerweile alles so hat an monatlichen Zahlungen, Netflix und weiß ich nicht, Amazon und Handy und hast du nicht gesehen, ne? Das läppert sich, ne? Das läppert sich. Es ist aber ja irgendwie auch Normalität geworden. Also das ist ja normal. Ja. Also zumindest, wenn du jetzt vielleicht in einem gewissen Altersrahmen dich bewegst, ist es ja völlig normal. Damit bist du so gesellschaftlich völlig in der Mittelschicht oder das hat man jetzt so Schicht, ob man das jetzt haben muss oder nicht, das war jetzt so nicht gemeint, aber ich würde sagen, wenn du 10 Leute fragst, dann haben wahrscheinlich 9 Leute davon Netflix oder Amazon oder... Ja, wahrscheinlich. Ne? Also Amazon ist ja jetzt auch teurer geworden wieder, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich meine wohl. Das sind dann immer so Sachen, wo ich dann denke, beschäftige ich mich jetzt damit, weil irgendwas jetzt 90 Cent teurer wird im Monat, die Zeit, die ich dann damit verplemper, die hole ich dann mit nicht wieder rein. Ja, ne? Also auf die Zeit. Also mich ärgert eher Sachen, wenn Sachen künstlich eingeschränkt werden. Ne? Meine Videos zum Beispiel im Premium-Bereich sind sämtliche Videos sind gehostet bei Vimeo. Vimeo ist so ein bezahltes YouTube quasi, ne? Also für, ach so, ja, für Business, ach so, und so ja, weiter, ja. Also ein Videohoster, ne? Und ich muss dafür Geld bezahlen, nicht wie bei YouTube, wo ich es dann umsonst hochladen kann, dafür aber Werbung in Kauf nehmen muss, sondern bei Vimeo gibt es keine Werbung. Das heißt, im Premium-Bereich in den Videos auch keine Werbung natürlich. Und jetzt hatte ich aber, mittlerweile mache ich das ja seit ein paar Jahren und die Videos, die ich da hochgeladen habe, nehmen jetzt auch mittlerweile 2 Terabyte Platz ein. Und nicht nur, dass sie diesen Platz einnehmen, die müssen ja auch sortiert werden, weil jeden Monat kommt ja neues Zeug dazu und so weiter. Und dann habe ich schon mal angefangen, so eine rudimentäre Ordnerstruktur anzulegen, das schon mal so zu sortieren. Jetzt wurde es aber wieder unübersichtlich. Also habe ich gedacht, ja komm, dann schubse ich halt die ganzen Ordner 2024, 23, 22, 21, 20 mit den Videotutorials, wo ja dann wieder Monate 1, 2, 3, 4 und so weiter drin, schubse ich dann einfach kurz in einen Oberordner. Der heißt dann Premium-Bereich. So, ne? Und lege den Ordner so an und will die so anfassen und rüberziehen. Geht nicht. Aha, also ich bin schon seit Jahren wirklich Businesskunde da, ne? Mal in die Hilfe reingucken, mal in die Hilfe reingeguckt, gilt erst ab Enterprise. Wo du sagst, also Ordner verschieben, in einen anderen Ordner verschieben. Und da möchte ich jetzt echt mal einen Rant machen. Ich bin eigentlich zufrieden bei Vimeo, aber
aber wo ich dann wirklich sage, ein Basic-Feature, dass ich kann Ordner anlegen, aber ich kann sie nicht verschieben und das kann auch so schwer nicht sein. Für Enterprise-Kunden, und pass auf, für Enterprise-Kunden steht noch nicht mal ein Preisschild dran, das wird nämlich separat verhandelt, je nachdem, was du brauchst. Das heißt also, es ist nicht einfach nur eine Stufe höher oder sonst was, irgendwie so ein Tier, wie man auf Englisch sagt, heißt es, glaube ich, ne? T-I-E-R, also ein Bändchen höher, eine Stufe höher. Auf jeden Fall. Nee, es ist dann nur für Enterprise-Kunden, wo du sagst, ja Leute, also ich wollte jetzt nicht den Server übernehmen, ich wollte einfach nur einen Ordner verschieben. Das kann ja, jetzt kommt der Deutsche und sagt, ja, aber du wusstest ja, hättest dich ja vorher erkundigen können, was geht und was nicht. Ja, ich könnte mich auch hinsetzen und könnte tatsächlich alle Videos händisch verschieben, ja. Weil die Videos verschieben selbst kann ich, aber eben nicht die übergeordneten Ordner, wo du sagst, okay, alles klar, Leute. Und das finde ich eine künstliche Einschränkung, wo du wirklich denkst, so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das ist keine künstliche Intelligenz, sondern eine künstliche Blödheit. Ja, das, ja, was war so. Aber apropos künstliche Intelligenz, unser Plugin der Woche kommt ja quasi ohne das, ohne künstliche Intelligenz aus, sondern simuliert eine sehr, sehr alte Technik. Und deswegen begeben wir beide uns jetzt mal schön in die Rubrik Plugin Genau, denn ich bin ja Gitarrist. Ja, und als Gitarrist wusste ich gar nicht. Finde ich ja eins ziemlich geil. Und das ist Verzerrung. So, wenn der Amp schön alles nach rechts. Auf 11. Je nach Gusto, 10 oder 11, genau. Was der Amp so hergibt. Keine Ahnung. Ich weiß, ich habe ehrlich gesagt noch nie nachgeguckt, was beim Marshall dran steht. Steht da 10 Ist das oder nicht 11? Marshall mit dem 11? Ja, ich kenne das nur so alles auf 11 irgendwie, aber ich habe ehrlich gesagt nie nachgeguckt. Fender ist 10, das weiß ich. Boogie ist auch 10. Engel, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich dachte, das wäre so ein Marshall-Ding. Ja, ich habe ja Marshall. Ja, dann guck doch mal nach. Steht immer links von mir, aber ich glaube, ich gucke auf die Skala. Ich stelle da dann nur ein, was gut klingt und nicht, welche Zahl da steht irgendwie. Du musst erstmal das Handbuch lesen, bevor du da rumdrehst. Um nochmal drauf zurückzukommen. Also, Verzerrung. Ach denn, ja, stimmt, wir haben ja eine Kategorie. Genau, denn das Plugin der Woche ist der Decapitator von Soundtoys. Genau. Den ich just gerade wieder fantastisch eingesetzt habe auf einer parallelen Drumspur. Von der auf Song, der von du eben grad, gesprochen ja, hast. Ja. Von der ich gerade gesprochen habe. Ich habe wirklich, normalerweise mag ich es gerne bei Drums, so gerade bei MIDI-Drums, wenn du so hast. Du kannst sie zwar mit ordentlichen Sounds versehen, aber es klingt dann alles irgendwie so clean, so langweilig. Ja, ist okay irgendwie, aber so Moses würde ausflippen, so Moses Schneider, ne? Auf jeden Fall, es klingt nach Schlagzeug, ist alles gut. Damit könnte ich sicherlich bei Steely Dan auftrumpfen und selbst wenn ich da eine schleifende Haie drin, klingt es immer noch nach Steely Dan. Also was machen? Die ganze Bude, je nach Gusto mit oder ohne Becken, auf den Parallelbus schicken und dann in der Regel mache ich dann 1176, All-Button-Modus, so, die Nadel ist bezahlt, die soll bitte anschlagen, bitte, ne? Und dann passt das schon. Aber bei diesem Track war es so, ja, da wollte der 1176 nicht das wiedergeben, was ich hören wollte. Schade. Und dann den Decapitator drauf, schön schon mal reingedreht, dann ist der ja verschaltet mit dem Output, sodass man dann nicht extrem lauter funktioniert wird. Funktioniert das so bei dir gut? Bei nee, mir funktioniert nee, das nämlich das funktioniert nicht, gar nicht zufriedenstellend, tatsächlich. Ich hatte nur vergessen, den Knopf auszumachen. Aber dreh so, ja, ich habe ja noch einen Fader, mit dem ich ja, ja, ich weiß, schiebe, aber ich drehe ja jeden Sound rein. Wo ich so denke, warum baut man eine Auto-Gain-Funktion, die am Ende die nicht funktioniert, nicht genau. Funktioniert, ja, genau. Ne? Wobei, aber vielleicht sind sie so, auch zu blöd. Also, nee, das scheint nicht so trivial zu sein, tatsächlich. Ja, ich hatte genau. Neulich, wer hatte das erzählt? Noiseworks war das der doch, Der Moritz ne? von Noiseworks, ja, genau. Nicht der Moritz, sondern der Ilan hat es erzählt, ja. Dass es anscheinend nicht ganz trivial ist. Ja. Ist ja auch klar, muss Geld geschenkt. Auf jeden Fall drehe ich so rein und höre so ganz langsam das, was ich hören wollte so, und dann Fader runter und dann schiebst du es einfach nach Gusto dazu. Im Mix natürlich, wenn die Gitarren schon spielen. Cool. So, liegen lassen. Und gestern Abend war es dann soweit, ich habe es mal wieder aufgemacht, mal nochmal reinhören, wo stehen wir jetzt gerade? Ich habe die Vocals noch nicht reingemischt, das ist erst noch das Playback. Wo stehen wir denn gerade? Schlagzeug könnte aber noch ein bisschen mehr Eier gebrauchen, irgendwie so, alles klar. Decapitator, schön den Overdrive-Regler komplett nach rechts gedreht, aber da kam immer noch nicht das, was ich hören wollte. Was habe ich gemacht? Punish. Punish. Da gibt es tatsächlich einen Punish-Knopf, der wirklich, also was heißt Punish übersetzt? Quälen? Ich glaube, auf jeden Fall macht es das. Es quält den Sound, also es drückt das ganze Ding noch mal mehr in die Sättigung rein. Ja, Punish, für mich ist das tatsächlich Punish. Weiß ich nicht, ob das irgendwas so, ich glaube so. To punish ist jemanden bestrafen, glaube ich, jemanden schlagen. Niederringen, ja, niederschlagen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam das plötzlich aus den Speakern raus, was ich höre. Ich müsste dann den Overdrive wieder zurücknehmen, ist klar, weil das Ding brennt dann volle Lotte irgendwie. Da ist nur noch knuspern, ne? Genau, erstmal. Und dann gibt es ja noch diese fünf verschiedenen Modi, die es da gibt. N, A, P, T und E, ne? Und jetzt nicht E?
E gibt es, glaube ich, auch noch. Genau, ja, genau, E gibt es noch. Also N steht für Neve Channel, also da wird das die Sättigung vom Neve Channel. A ist, glaube ich, eine Ampex-Bandmaschine, die Sättigung, die nachempfunden wird. E ist der E-Channel von SSL. T ist eine Triode, also eine Röhre, eine Vorstufenröhre aus dem Verstärker. Und P ist die Pentode aus dem Gitarrenverstärker oder Leistungsverstärker, je nachdem. Oder aus, ne, einem Röhrenkompressor. Ein Röhrenkompressor, sonst was irgendwie so, ne? Je nachdem, beides, Triode, wie angefangen werden. Und dann hast du diese verschiedenen Charakteristika, die benutze ich jetzt nicht bewusst, sondern ich klicke dann durch, was mir in dem Moment gefällt. Und bitte, ich habe auch, ne, keine Ahnung, also wenn du das jetzt nicht gesagt hättest, ich hätte keine Ahnung. Ich habe mal irgendwie gelesen, wonach das dann irgendwie, aber bei Soundtoys ist das ja auch so, dass die ja die Lizenzen nicht haben. Ne? Also, deswegen heißt es ja nicht Neve, sondern N. Genau, genau, ne? Da, ja, gibt es ja auch den ZQ. So ein Equalizer von Soundtoys, okay, also S-I-E, großes S, ja, kleines I, kleines E, Z, ja. Ja. Q. Und das ist, habe ich auch mal irgendwo gelesen, so ein alter Siemens, okay, Equalizer. Ah, verstehe, ne? Okay, alles klar. Aber, ja, aber auch da natürlich ohne offizielles Branding, wie ihr das jetzt kennt von UAD Universal oder so. Ja, ne? Ja, genau, ja. Bei Waves ist es ja auch ganz oft dann so, dass es irgendwie Puig-Tech heißt und nicht Pultec. Puig-Child, ja, der Fairchild, der danach gebaut wurde, genau. So, und einfach weil die Namensrechte oder wie, ja, auch immer man das dann nennt, ne? Und so ist es bei Soundtoys auch. Deswegen, aber wie gesagt, ich habe das mal irgendwo gelesen, wonach das emuliert ist, diese, ja, Stufen. Ich habe es mir jetzt spontan nur. Aber im Zweifel, so wie du sagst, klicken, ja, ja, hören, was passiert. Genau, okay, und, ne, was cool ist halt, dass du auch einen Low-Cut noch reindrehen kannst und, mhm, einen High-Cut und dann kannst du noch den, wie heißt das, Blend oder so? Ja, irgendwie Dark und Bright, ja, irgendwie kannst du heißt so das einstellen dann noch. Ich glaub, wahrscheinlich ist das einfach so ein Tilt oder so, genau, weiß ich nicht. Also mega. Und ich habe einen riesen Spaß gehabt, dieses Drumset kaputt zu machen und dann dazu zu mischen, weil plötzlich, boah, der Raum atmete, die Snare atmete danach, alles klang irgendwie so. Das hätte ich mit einem Hall-Plugin nicht hingekriegt irgendwie. Weißt du, dass du drehst einen Hall auf die Snare und denkst, ja, jetzt ist halt ein Nachhall dran irgendwie so. Nee, aber dieses parallele Bearbeiten, Komprimieren und Verzerren ist einfach brutal gut gewesen. Ja. Und dadurch hatte das Schlagzeug wirklich Eier. Ich weiß nicht, benutzt du das im Mastering-Alltag auch? Also Saturation macht ja auch Vocals zum Beispiel immer Sinn. Saturation, ne, benutze ich oft, ja, tatsächlich. Aber eigentlich den Decapitator, ich würde jetzt mal sagen, in 10 Szenarien, wenn ich einen Verzerrer oder einen Saturator benutze, würde ich einmal den, ja, noch nicht mal Decapitator nehmen. Der hat einen großen Nachteil meiner Meinung nach, ja, gerade für komplexes Material. Ja. Das mag bei Parallelbearbeitung nicht so wichtig sein, aber wenn ich das jetzt auf einen Stereo-Mix anwende, hat es einen großen Nachteil, es hat kein Oversampling. Ah, okay, alles klar, ja. Das heißt, die Probleme, die ich mir damit einfahren könnte, ja, ne, oder die Probleme fahre ich mir damit definitiv ein, ja, ob sie dann hörbar sind, ist die nächste Frage. Oder relevant. Ja, also bei Verzerrung ohne Oversampling bin ich schon bei komplexem Material echt vorsichtig, ne? Mhm. Es gibt ja mittlerweile auch Tools, Namen habe ich jetzt vergessen, quasi wie Channel Strips, die, wo du dann Plugins reinziehst, wo du auch Oversampling drin anwenden kannst. Also quasi so ein virtueller Kanal. Ja, genau, dann, aber da haust du Plugins rein, okay, da kannst du auch so. Aber Fremdplugins auch, ja, oder, ja, nur von einem Hersteller? Nein, das ist einfach nur ein VST-Ding auch, wo du dann Plugins reinziehen, okay, kannst. Ja. Viele von euch werden das bestimmt kennen, das sieht dann so aus, da sind dann auch so virtuell, also so Kabel abgebildet, als wenn du jetzt das Gerät da reinstecken würdest. Das ist ähnlich wie der Virtual Channel von Slate. Ja, und dann kannst, ne, du das, ja, genau, so, ja, dann machst du da noch einen Split rüber und keine, okay, Ahnung. Naja, da ist dann noch so, sind dann auch wieder so Kabelwege. Das sieht ganz lustig, okay, aus. Falls jemand weiß, wer der Hersteller ist, mal unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich habe es schon 100 Mal gesehen, aber ich habe es noch nicht benutzt. Ja. Da kannst du Oversampling einstellen und zum Beispiel bei Reaper, mhm, in der DAW kannst du mittlerweile auch jeden Kanalzug oversamplen. Okay. Ne? Also du kannst. Also der wird vor der Plugin-Kette hochgesampelt, dann einmal durchgejagt und danach wieder zurück auf wieder, die Standard-Sample-Rate, genau, zurückgesampelt. Ne? Ganz genau. Das, was viele Plugins machen, das ja, ne? Die ganzen Fab-Filter-Sachen haben ja Oversampling zum Beispiel drin. Ja, ne? Genau. Ja. Auch viel von Analog Obsession, diese Gratis-Plugins, die haben, mhm, auch alle fast Oversampling mit drin. Also Oversampling für alle, vielleicht mal ganz kurz nur erklärt, ja, wenn du jetzt in 48 Kilohertz aufnimmst und, mhm, du würdest zweifaches Oversampling anwenden, dann würde das Signal sozusagen in dem Plugin intern mit 96 Kilohertz, ne? Genau. Und ich glaube, ihr habt verstanden, wenn, ja, du jetzt mal, ja, 4, mal 16, mal 32. Da steht dann meistens, bei 16 steht dann in Klammern CPU-intensiv, Klammer bei zu. Bei Fabfilter steht das. Bei Fabfilter. Beim Limit Hub, ne? Ja, genau. Mein Clipper, Standard-Clip, haben wir auch schon mal drüber, ja, gesprochen, von SER Audio Tools aus Bielefeld. Ja.
Der kann, glaube ich, 128-faches Oversampling. Alter. Du brauchst ja dafür einen Rechner für. Ja, ja. Und wie viel Speicher? Eine Instanz kriege ich damit, glaube ich, hin. Naja. Aber zurück zum Thema. Ja. Und bei Saturation ist es ja dann so, wenn du eben diese Verzerrung erzeugst, dann kann es natürlich sein, oder dann bist du natürlich sehr schnell sozusagen an der oberen Grenzfrequenz, die du hast. Mhm. Ja. Auch wieder mal kurz nerdy, 48 Kilohertz bedeutet, du kannst bis 24 Kilohertz pro Kanal, ja, links, rechts, ja. 24 Kilohertz plus 24 sind 48. Ja. Ne? Und alles, was dann darüber hinausgeht, kannst du dir dann eben von unten her sozusagen wieder einfangen. Ja. Ne? Und deswegen ist Saturation ohne Oversampling, finde ich, schon bisschen gefährlich. Es sei denn, du machst es analog. Ne? Da wird sich ja der geneigte Zuhörer jetzt fragen, irgendwie so, mein Gitarrenverstärker hat doch auch kein Oversampling. Der hat das natürlich eingebaut, weil da gibt es ja keine Rundungsfehler, weil es wird ja nicht abgetastet in einer Sekunde. Nee, da ist halt dann bei Schluss bei der Frequenz. Also die Auflösung von einem Gitarrenverstärker ist halt unendlich. Ja, ne? Ja. Und nicht eben wie 48 Kilohertz oder sonst was irgendwie, sondern es ist unendlich. Deswegen gibt es keine Rundungsfehler und deswegen braucht ein Gitarrenverstärker natürlich kein Oversampling. Ein Digitalwandler, der sollte mit möglichst höher Auflösung dann in dem Moment arbeiten. Im Mastering zumindest. Hast du ein Saturation-Tool hier drin? Ein analoges? Ein klassisches Saturation-Tool nicht, aber nee. Der Manutech hat ja, vielleicht erinnerst du dich noch an das Video von damals, hat er diesen Gain-Regler, ja, der dann auf die Negativseite einfach nur leiser macht. Und auf die Positivseite ist ja auch rot. Ne, dann der Regelweg sozusagen, ja, also grafisch rot. Und da ist nicht nur lauter, sondern da ist auch eine gewisse, ich schätze mal, dass der, müsste jetzt lügen, vielleicht googelt das mal schnell einer. Wahrscheinlich ist da noch ein Ausgangstransformer drin oder so, weiß ich gar nicht, ja, der dann da angefahren wird. Ne? Ja. Und wie wir von Moses ja wissen, rot ist mitbezahlt, ne? Rot, darf also benutzt werden. Die roten LEDs sind auch bezahlt. Ne? Und klar, ich habe zwei Geräte mit Röhren. Das heißt, da kriegst du natürlich Saturation, wenn du das Gerät mit einem gewissen Pegel, genau, anfährst. Ja, ja. Ne? Wobei da die Röhren ja nicht wie klassische Gitarrenverstärker-Röhren sind, die darauf ausgelegt sind, schon möglichst früh in die Sättigung zu gehen, sondern das sind wahrscheinlich HiFi-Röhren, die da drin sind, selektiertes Zeug oder so. Das ist sehr selektiertes, ja, Zeug, ja, auf, ja, jeden Fall. Ne? Aber du kannst natürlich jetzt schon sagen, okay, ich fahre den auf einem gewissen Pegel an. Auch da wieder, was willst du denn im Mastering für eine Verzerrung? Du willst ja jetzt keine, ich will jetzt ja keine hörbare Verzerrung erzeugen. Nee. Ne? Wenn ich die erzeuge oder wenn ich die haben will, dann möchte ich die natürlich dazu mischen, ja, oder sowas. Ne? Also dann fahre ich die parallel oder so. Und wenn du sie hörst und das so rausschickst, dann kannst du die Uhr danach stellen, wie schnell dann Ring, Ring. Sag mal, Alter, hast du so eine alle? Also da wäre schon sehr, sehr abenteuerlich, wenn ich irgendwas rausschicke, was clean kommt und dann verzerrt rausschicke. Warte mal, Eier. Ja, genau. Da klingt doch super. Das ist, ja, aber du bist nicht der Toningenieur. Du bist der Mastering-Meister. Nee. Das fangen wir nicht an. Das fangen wir nicht an. Aber grundsätzlich, klar, ist natürlich auch so ein Tool wie der Decapitator. Ich benutze den mal auf dem Bass oder so. Also wenn ich jetzt Stem-Mastering mache oder so. Super Tool, ne? Also ja, er ist mega. Halt einfach, bis auf halt diese komische Autogang-Geschichte, die mich immer wieder nervt, weil ich denke jedes Mal, ich muss mal mein Default-Preset mal ändern. Ja, ne? Dass der nicht automatisch aktiviert ist, meinst genau. du? Genau, ja. Also ich glaube, das geht auch in jeder DAW. Ne? Das ist für mich, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt mit dem Pultec, glaube ich, habe ich schon mal erzählt von UAD. Ja. Ne? Das ist für mich einer der krassesten Sachen, so, die ich irgendwann angefangen habe mal zu implementieren, dass ich einfach alle Plugins mir ein eigenes Default-Preset gemacht habe. Ne? Keine Ahnung, wenn ich jetzt einen FabFilter Pro Q3 aufmache, will ich, dass der in Natural Phase ist und nicht in Zero Latency keine Ahnung. Das würde ich mir für mein Videoschnittprogramm wünschen, weil ich weiß nicht, wie oft ich dieselben Moves immer und immer und immer wieder mache und jedes Mal denke, warum kann ich das nicht voreinstellen? Geht nicht. Aber ich, also da kenne ich auch Leute, die dann auch im Audiobereich wirklich irgendwie eine Vocal Recording Session starten mit einem Lernprojekt und dann fangen die da an, irgendwie Spuren anzulegen und dann fangen die da an, da Effekte. Ach ja, wie war das mal mit dem Monitorweg? Da muss ich jetzt ja mal überlegen, wo ich so denke, Alter. Template. Ohne Scheiß, ne? In der Zeit, also für sowas muss man wirklich
in einem professionellen Studio. Ja, natürlich. Zu Hause kann jeder machen, was er will, aber wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und womöglich habe ich dann irgendwie einen Künstler dabei oder so und der bezahlt jetzt irgendwie pro Stunde oder so und dann fange ich erstmal an, da 20 Minuten Routings zu machen und dann, ach ja, warum geht denn das nicht? Warum? Ja, jetzt müsstest du auf dem Kopfhörer was hören. Nee, höre ich nicht. Ach so, ja, weiß ich nicht. Ja, das geht natürlich nicht. Ne? Das geht natürlich gar nicht, sowas zu machen, dass man da gewisse Templates sich auf jeden Fall baut. Aber wie gesagt, gerade so beim Decapitate, da muss ich das mal auf meine innerliche Agenda schreiben, dass ich da mal diesen Auto-Gain oder wie das heißt, da einfach mal raus mache und keine Ahnung, vielleicht mit einer gewissen Verzerrung und einer Lautheitsanpassung schon reinzugehen oder sowas. Ich habe das bei vielen Plugins mittlerweile echt gemacht. Also bei super vielen. Das lohnt sich ja, weil du musst den Aufwand ja nur einmal betreiben und sparst danach ja jedes Mal, wenn du es aufrufst, sparst du Zeit. Ja, weil du dich auf jeden Fall. Deswegen ärgert mich das halt bei meinem Videoschnittprogramm, dass ich das eben nicht machen kann. Ich starte ein neues Projekt, ich muss immer erst die und die und die Einstellungen machen, damit das so aussieht, wie ich das haben will. Und ich kann nicht sagen, okay, so sieht es jetzt aus, bitte so immer starten. Oder wenn ich ein neues Projekt anmache, ich will zum Beispiel keine Bildvorschau sehen. Die machen du hast so einen Filmstrip quasi, wo die einzelnen Szenen sich so in kleinen Bildchen, Thumbnails angezeigt werden, damit du weißt, wo du im Strip bist. Will ich aber gar nicht. Muss ich jedes Mal ausschalten, weil dadurch dann die Ansicht insgesamt größer wird. Und ich jedes Mal denke ich so, das kann. Und vor allem das Schlimmste an der Stelle dann, sitzt du. Ja. Neulich ist es durchgedreht, das Programm. Ich hatte ein Betriebssystem-Update gemacht. Ich habe mich gewagt, ich habe mich getraut und bin aufs neueste Apple-Betriebssystem hochgesprungen. Funktioniert auch alles wunderbar. Nur mein Final Cut hat sich irgendwie. Ich starte und dann fängt er an, meine Plugin-Library zu scannen. So. So weit, so gut. Eins. Zwei. Ich dachte, Final Cut wäre jetzt zu Graf Zahl mutiert. Irgendwie so 5 Sekunden später. Drei. Oh je. Soll ich dir verraten, welche Zahl auf der anderen Seite steht? 3 von 1075. So viel Plugins sind auf meinem Rechner. Was ist mit dir denn nicht richtig? Wer bin ich eigentlich, ne? Nein. Was ist denn mit dir? Ja, es sind ja nicht nur Audio-Plugins, es sind ja auch Video-Plugins. Aber geschenkt irgendwie, ne? Aber du stehst da und denkst, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann dreimal versucht, dann Logic gestartet, ne, gescannt, fertig, durch. Dann nochmal gestartet. Dann habe ich gesehen, dass es ein Update gibt und dann hat es wieder funktioniert nach dem Update. Aber wo du wirklich davor sitzt, ich hätte 2 Stunden zur Seite gehen können und der wäre noch nicht mal bei der Hälfte angekommen. Und du willst einfach nur, ich wollte eigentlich nur einen kleinen Schnitt machen. Du kannst noch nicht mal, weil das Programm nicht startet, ey. Naja, okay, ihr könnt ja mal unten reinschreiben, wie viele Plugins ihr so in der Liste drin habt. Ich werde demnächst definitiv mal aufräumen müssen. 75, also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ohne das zu wissen. Ich würde sagen, ich bin maximal bei 300 oder so. Aber guck mal, ich habe die ja doppelt. Weil ich habe die ja als VST und als AU. Ach so. Also Audio Unit und VST, je nachdem. Da wird das doch nicht zweimal gescannt. Doch. Und wenn ich Pech habe und nicht aufgepasst habe, dann wird es auch noch als VST3 und VST2 abgespeichert. Und dann habe ich einzelne Plugins tatsächlich dreimal vorliegen. Okay. Und dann habe ich das Universal Audio Zeug, das ist einmal nativ, einmal für DSP, mal zwei, weil AU und VST. Und seit neuestem können die VST-Plugins von Universal Audio auch VST3. Also nicht mehr VST2. Ist jetzt gerade, glaube ich, geändert worden. Also vielleicht musst du mal wieder ein Update machen. Ja, also lass es. Mach bloß kein Update, wenn es läuft. Um Gottes Willen. Ey, ich kann es immer nur mal wieder sagen. Ne? Ich habe mit meinem Rechner seit 2,5 Jahren nicht ein einziges Problem gehabt. Ne? Ich habe auch kein Problem. Da ist kein Apfel drauf. Da ist Fenster. Nein, ich bin total begeistert. Geht. Ich habe tatsächlich ein Backup von meiner kompletten Platte gemacht auf eine andere Platte, sicherheitshalber. Aha. Dann umgesteckt und dann das Betriebssystem-Update gemacht und es ist so durchgelaufen, es ist einwandfrei funktioniert und ich habe tatsächlich bis auf eben Final Cut scannt plötzlich und das war auch nur ein Update-Problem. Ich musste alles gut. Nur ein Update machen. War jetzt ja auch nur aber letztendlich neckisch. Hab da vorgesessen und habe gedacht, so, heute ist Samstag. Traue ich mich, ab Montag brauche ich den Rechner wieder, wie lange brauche ich wohl? Und dann war es aber innerhalb von Rucki-Zucki. Also der Download hat am längsten gedauert bei der ganzen Geschichte. Weil ihr kein Glasfaser habt. Noch kein Glasfaser haben. Es wurde angekündigt, dass jetzt demnächst eine Ortsbegehung stattfindet, ob bei uns wohl das Leerrohr an der richtigen Stelle rauskommt. Es könnte ernst werden. Also wenn ich Glasfaser habe, immer dann ziehe ich aber.
dann gebe ich aber einen aus. Dann gehen wir zum Griechen, aber in Münster. Jeden Tag 5 Livestreams, ja. Nur weil es kannst. Dann gehen wir in Münster zum Santorini. So, da gehen wir was essen. So. Ja, hier der, habe ich schon erzählt, ne? Nee. Das ist unser Stammgrieche. Ja, dass der zu ist. Ja, doch, das haben wir schon darüber gesprochen. Ich dachte schon, du hättest die neuesten News, dass da ein neuer Grieche reinkommt. Nee, ich bin ja, ich habe überlegt, ob ich da nicht eventuell da was eröffne. Ein Mastering-Studio. Direkt in der Kurve, wo die Autos 50 fahren. Das ist aber ein bisschen groß da für ein Mastering-Studio. Da können wir 3 Atmos-Studios reinbauen. Und noch, ich dachte, wir können noch zusammen auch ein Restaurant eröffnen. Ja, also du kannst kochen, ich kann essen. Ja. Läuft doch. Also jetzt gerne mal schon mal die ersten Reservierungen nehmen wir entgegen. Ja, wenn wir 100, die ersten 100 Tischreservierungen haben, dann fangen wir an zu planen. Ja, ja. Aber ihr müsst natürlich auch wöchentlich dann kommen. Ja, ja, genau. Aber tatsächlich Raum teilen. Ich bin neulich bei meinem Kumpel Jojo Brunn gewesen. Und der hat ein Studio, da habe ich überlegt, ob ich da auch vielleicht mit reingehe, ob ich ein separates eigenes Studio mache. Also außerhalb meines Hauses, ich bin noch nicht so ganz... Junior Studios B? Nee, aber so ein Workshop-Studio, weißt du, wo man dann Workshops machen kann und so weiter, weil da dann komplette Technik drin ist und so weiter, geile Umgebung. Und als ich hergefahren bin, habe ich gesehen, dass die Band vom Jojo jetzt in der Fabrik spielt. Ja, in Kursen. Die heißt nämlich Bounce und das ist eine der angesagtesten Bon Jovi-Coverbands in Deutschland, die tatsächlich richtig gut sind. Ich glaube heute, ne? Oder morgen. Morgen. Ja, doch. Ja. Wir sitzen ja hier am Freitag, das heißt für euch war es gestern. Ja. Großteil Fabrik, genau, spielen Bounce tatsächlich. Und für Coverbands, die wirklich in solchen Locations spielen, ist schon selten. Ne? Also ist natürlich monothematisch. Ne? Aber so ein paar Tribute-Bands, die da schon echt... Dire Struts habe ich noch gesehen. Dire Struts spielen. Wie heißt nochmal hier die, wo der Jürgen mit denen unterwegs ist? Das ist eine Genesis-Coverband. Genesis? Ne? Wie heißt die Nummer? Ja, jetzt drauf. Fällt mir gleich ein. Ja, die sind ja auch mega dick im Business. Still Collins. Still Collins, so, genau. Jetzt hab ich's, genau. Die sind auch super, super gut. Ja. Und die Australian Pink Floyd habe ich mal in Halle Münsterland gesehen. Und okay. War brutal. Also wirklich brutal gut. Genau, Bonfire. Bonfire, ja. AC/DC. AC/DC die sind auch sehr, sehr ordentlich. Ja. Zumindest ist jetzt so, ist schon lange her, wo ich die das letzte Mal gehört habe, 12 Jahre. Queen Kings gibt's noch. Dann so eine Queen Coverband. Ja. Ah, da gibt's von Queen gibt's auch noch eine, die haben jetzt auch vor kurzem hier noch gespielt. Ja. Da ist ein Bekannter von mir, also Bekannter, eher Kunde früher, der ist da Tourbegleiter, Tourmanager jetzt bei denen. Ja. Wir haben auch vergessen, wie die nochmal heißen. Ich glaube, da gibt's schon einen guten Markt für. Muss natürlich auch gut sein, ne? Ich wollte gerade sagen, authentisch also sein. Das Problem ist ja bei diesen Coverbands, wenn du da an der einen oder anderen Note einfach mal meinst, ja, da weiche ich mal ein bisschen ab. Das ist jetzt nicht so Top 40, ne? Das Publikum also, verzeiht nichts an der Stelle, ne? Also die fand ich damals super spannend, so in meiner Jugend. Es ist ja eigentlich so Glaubensfrage, Ärzte oder Toten Hosen. Ne? Ist ja eigentlich so ein bisschen Glaubensfrage. So wie Beatles oder Stones, ne? Ja. Es gibt aber eine, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, muss ich mal googeln. Alex im Westerwald, Alex im Westerland. Okay. Achso, ist so eine ACD, also so eine Ärzte-Hosen bekannt. Genau, die haben halt beides. Ja, Sachen gemacht. Das ist natürlich eigentlich dann so die Glaubensfrage natürlich einmal perfekt umschippert. Irgendwie aber richtig cool. Die habe ich als, keine Ahnung, 15, 16-Jähriger habe ich die im alten Schlachthof in Soest. Kennst du das? Ja, natürlich. Gegenüber von der Stadthalle. Ganz lange aufgetreten mit Bands und so weiter. Der Leiter damals, Herbert Karnein, ist mittlerweile nicht mehr Leiter, aber so ein Urgestein im Veranstaltungsgeschäft. Ganz feiner Kerl. Auch eine super coole Location. Ja. Also eigentlich ganz... Schlachthof. Keine Ahnung, wie groß ist das? Ja, nicht groß. Nee. Nee. Ein paar hundert Leute halt irgendwie, ne? 500, 400, irgendwie so die Ecke, hätte ich jetzt gesagt. Ja, doch, 500 schon. Ja, war eine Institution. Also ist super. Heute, glaube ich, immer noch, ne? Immer noch. Gleis 22 in Münster ist auch eine Institution. Also, soweit ich weiß, gibt es immer noch. Ich habe auch schon im alten Schlachthof, auch haben wir früher auch, das ist ja dann quasi mein Heimatkreis, ne? Kreis Soest, haben wir auch früher ganz oft gespielt, Support gespielt und so. Schöne Zeit. Also, ich glaube, so Tribute-Bands. Wenn das halt wirklich auf einem guten Niveau ist, ne? Hier gibt es ja in Coesfeld Linking Back. Aha. Also Linking Park oder was machen die? Genau, Linking Park Coverband. Die sind auch sehr, sehr gut, muss man wirklich sagen. Also die machen das richtig, richtig stark. Gibt es noch nicht so lange. Super guter Sänger. Die sind jetzt auch vermehrt, sagen wir mal, jetzt so unterwegs. Und bei uns aus Wolbeck startet demnächst eine H-Blocks Coverband. Echt? Ja. Weißt du, wie die heißen? H-Blocks.
Achso, weil die wiederkommen. Weil die wiederkommen, ja, weil die gar keine Cover werden, sondern tatsächlich. Und das sind ja Wolbecker Jungs tatsächlich. Ich wohne ja in Münster-Wolbeck und die Elfbos kommen ja auch gebürtig aus Wolbeck, muss man dazu sagen. Und ja, habe ich mich sehr gefreut, das zu lesen, dass Henning mit seinen Kumpanen wieder auf die Bühnen geht. Und die macht, glaube ich, 18, 20 Städte machen sie, glaube ich. Ja. Finale ist dann in Münster. Ich bin mal gespannt, ob ich Zeit habe, hinzugehen. Es könnte auf jeden Fall spannend werden. Habe ich auch gestern gelesen, ja. Ja, die Elfbos kommen wieder. Und das könnte auf jeden Fall mal nochmal das alte Zeug zu hören. Ich habe, als ich gestern mit dem Auto gefahren bin, da manchmal mache ich nicht DLF an, sondern eben Radio Bob. Ne? Ja. Und dann haben sie die Hörer gefragt, was so ihre geilsten Konzerte gewesen oder was sie sich wünschen würden für ein Konzert. Wenn heute, wer wünscht dir was? Welches Konzert würdest du gerne hingehen? So, und da hatte einer gesagt, ein Ärztekonzert, aber nur die alten Sachen. So bis Anfang. Ende 80er, Anfang 90er, so die Ecke. Weil er sagte, er ist tatsächlich mal in Bielefeld in so einem Laden drin gewesen. Und da hat dann überraschungsmäßig eine Band gespielt. Wurde auch gar nicht verraten, wer da spielt. Die Band hieß, glaube ich, ich hoffe, dass YouTube das jetzt durchgehen lässt, Fickende Hunde oder so ähnlich. Und dann waren original die Ärzte auf der Bühne, haben vor 200 Leuten nur das alte Zeug gespielt. Also nur das Zeug bis 90. Von sowas habe ich mal gehört, dass die Ärzte das eine ganze Zeit lang... Und er sagte, er war da und er sagte, das war der Abend schlechthin. Mhm. Er sagte, das würde ich mir nochmal wünschen, dass ich dieses Konzert nochmal sehen dürfte. Ja. Und ehrlich gesagt, ich wäre auch dabei, weil wenn ich nochmal der kleine Astronaut nochmal hören dürfte irgendwie, also nicht von Platte, sondern live, dann wäre ich ein großer Freund. Teenager-Liebe. Ja, echt, ich weiß noch, das war so eine EP, die damals rauskam, wo der kleine Astronaut, ich bin der lustige Astronaut und ich singe mein Lied und ich bin der lustige Astronaut. Lange her, sehr, sehr lange her. Aber mit lange her können wir im Prinzip auch überleiten zur nächsten Folge, die wir dann schon in zwei Wochen hören werden. Machen wir in zwei Wochen. Von den DAW-Verstehern. Da können wir uns dann wieder ein bisschen darauf verständigen, dass wir noch mehr über Musik sprechen. Wir müssen einfach viel mehr über Musik sprechen. Ist das so? Ja, wir müssen noch viel, viel mehr über Musik sprechen. Haben wir ja heute gar nicht. Nee. Quasi. Also. Quasi gar nicht. Ja, aber es gibt manchmal auch wichtigere Themen als Musik. Ne? Ja, in der Tat. Gerade aktuell gibt es tatsächlich so ein paar Themen, die ich mindestens genauso wichtig halte. Genau, ich muss heute Abend noch auf den Domplatz in Münster. Ja, dann sehen wir uns später. Und Fahne bekennen, Flagge zeigen und da werde ich dann mal kurz meine Meinung kundtun. Zumindest ist es geplant. Also ne, ich habe witzigerweise gestern... Vielleicht nochmal zum Abschluss. Eigentlich sind wir ja nicht so in der Richtung immer so. Nicht so politisch. Nicht so politisch, aber in dem Fall hat es ja nichts mit politisch sein zu tun, sondern mit Menschenverstand. Und ich habe den Christian Streich, Trainer von Freiburg, ne? Ja. Ist ja so eine Ikone, Legende, ne? Und der wurde irgendwie gestern, glaube ich, auch bei der Pressekonferenz oder so gefragt. Vielleicht ist das auch schon ein paar Tage her. Und da hat er wirklich so eine flammende, zweieinhalbminütige Rede. In seinem Dialekt als super authentisch darüber gehalten, dass man halt, also jeder, der halt dann, es war so die Quintessenz halt raus, wenn du jetzt halt sitzen bleibst und deinen Mund hältst, dann darfst du dich auch nicht beschweren, wenn dann das kommt, was kommen könnte. Was zumindest. Kommen könnte, genau. Und ich habe da auch drüber nachgedacht und habe eigentlich immer gesagt, man sollte die Sachen nicht so miteinander vermischen. Ne? Irgendwie gerade auch so, was aber wir so machen. Haltung kann man sich nicht kaufen, Björn. Und Haltung kann man sich nicht kaufen. Ja. Und deswegen bin ich auch wirklich dafür zu sagen, aktuell lieber nicht die, oder was heißt lieber nicht, jeder, der jetzt die Schnauze hält, der... Ich fasse es mal damit zusammen. Ich habe neulich einem Freund gesagt, dass ich mir später nicht die Frage stellen lassen möchte, wie konnte das passieren? Ihr wart doch mittendrin. Genau. So, ich werde meinen Teil dazu beitragen, dass das nicht wieder passiert. Und deswegen verabschieden wir uns jetzt. Jetzt kann ich mein Schlusswort nicht bringen, weil wir so ernst geworden sind. Aber nehmen wir das einfach mal. Nie wieder ist jetzt, ist heute das Schlusswort. So, damit verabschieden wir uns. Genau. Wir verabschieden uns. Sehen uns in zwei Wochen wieder und hören uns in zwei Wochen wieder auf den üblichen Portalen. Bis dahin, macht's gut und Yassas.